Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quicktipp von und mit Arno Burger. Ich bin gerade in Outlook im Kalender und brauche jetzt die Telefonnummer von der Magdalena. Jetzt könnte ich natürlich hier unten in die Kontakte gehen. Ich mache das aber diesmal so. Ich habe hier in meinem Menüband im Kalender das Feld Personen suchen und da gebe ich die ersten Buchstaben ein. Dann wird mir die Magdalena vorgeschlagen. Ich kann sie jetzt hier aufrufen und habe dann eine Übersicht mit der Telefonnummer. Ich kann aber, wenn ich will, hier sogar den Kontakt bearbeiten. Jetzt ist natürlich nicht immer dasselbe Menüband da, deshalb würde ich mir tatsächlich dieses Personensuchen, wenn ich das öfter brauche, hier in die Schnellzugriffsleiste legen. Es nennt sich hier Kontaktsuchen und dann kann ich den Namen hier oben eingeben und die Person aussuchen. Und das geht jetzt in jeder Komponente, egal ob ich bei den E-Mails bin oder ob ich gerade bei den Aufgaben bin, immer hier oben an derselben Stelle kann ich die Person mit ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse und so weiter aufrufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal. Gerne könnt ihr auch in die Kommentare eure Fragen schreiben. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.